Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond God and Evil. Wir sind in Mamangos Werkstatt und... Ey, ihr seht doch interessant aus. Und die Musik. Oh, Rinocero Sapiens. Okay, ich habe mein Archiv aktualisiert. Kriegen wir noch ein bisschen Kleingeld für. Oh, ich könnte hier einfach nur den ganzen Tag stehen und der Musik lauschen, aber das machen wir natürlich nicht. Nein, wir reden jetzt hier mal. Hi, Isam! Yo, Jade, schön dich zu sehen. Mein Saumoran-Team ist total gutes Zeug. Hat mir schon Sorgen gemacht. Diese Dämmungsmeteore sind euch recht nah bei euch runtergekommen, oder? Ja, sind sie. Ah, ich find's toll. Ich hoffe, ihr konntet euch in Sicherheit bringen. Und die ganzen Knöpfe, sind sie okay? Und die neue? Wie macht sie sich? Es ging schon heiß her, aber am Ende ist alles gut ausgegangen. Danke, Isa. Übrigens, danke nochmal, dass ihr uns den Abschiedswagen geschickt habt. Kein Problem, Jade. Man muss doch seinen Nachbarn helfen, wenn sie in Not sind. Ist hier auch einer dieser Meteore runtergekommen? Ach, ich mag gar nicht daran denken. Ich meine, wenn der unser Haschischlager gefunden hätte. Mein Gott. Fast das ganze Lager ist in Rauch aufgegangen. Oh nein! Deswegen sind wir auch alle so groovy drauf. Dieser Krieg ist eine Katastrophe. Kann ich ein bisschen bei euch einkaufen? Klar, kannst du, Jade. Bedien dich. Aber nicht vergessen, unsere Mama akzeptiert ausschließlich Perlen. Ausschließlich Perlen. Ja, dann wollen wir uns noch mal umschauen, was er so zu verkaufen hat. Aber erstmal reden wir mit dem hier. Sieh mal, ein Doms-Meteor hat uns ein neues Oberlicht beschert. Guck mal, da oben. Ein neues Oberlicht? Guckt auf die Detailversessenheit. Boah, sie hat schöne schwarze Haare. Finde ich zumindest. So, dann wollen wir schauen. Das hier könnte ich speichern. Will ich aber noch nicht. Hey, Jade. Halt doch mal die Füße still. Du bringst dich noch um mit dieser Hektik. Und da ist Kiffer-Olifant. Ja, reden wir doch mal mit ihm. Hi, Hall, hast du was, um unseren Hovercraft aufzupeppen? Das war genau richtig, hierher zu kommen. Wir haben, was ihr braucht. Ein brandneuen Speedcraft-Motor. Für nur eine kleine Perle gehört der dir. Lege deine Perle einfach in das Empfangsgerät neben dem Antrieb. Ich garantiere, du wirst einen großen Unterschied bemerken. Und wenn du mal Probleme hast, kann er einfach mit einer SOD repariert werden. Eine SOD? Schweizer Offiziersdrohnen, die sind echt praktisch. Du kannst dir welche am Automaten direkt hinter dir ziehen. Okay, wunderbar. Und wir sehen auch schon, das da kostet eine Perle. Das da kostet 5 Perlen. Und je weiter wir hier reinlaufen, desto teurer wird es. Und das teuerste 30 Perlen. Und wir wollen alles haben. Und hier könnten wir einkaufen. Aber eben gerade gibt es so ein bisschen Obst und Gemüse und was zum Reparieren. Das haben wir noch alles. Deswegen, dafür schmeiße ich kein Geld heraus. Was haben wir hier? Ach, auch nur sowas zum Reparieren brauchen wir auch nicht. Dann holen wir uns unseren neuen Speedmotor. Da, nicht dran vorbeilaufen, meine Kleine. Und verkauft! Die Mamago-Werkstatt akzeptiert dies gerne als Zahlungsmittel. Ja. Jetzt wird auch direkt eingebaut. Ein Speedcraft-Motor zu installieren. Ein Speedcraft-Motor. Kein Problem. Tja. Leertasten drücken, um zu beschleunigen, wenn wir im Hovercraft unterwegs sind. Gut, der Motor ist in Position, deswegen. Sagen Sie, es würde einen neuen Angriff geben. Lasst euch nicht überraschen. Ach, wir doch nicht. Wir sind so gut drauf, wir lassen uns nicht überraschen. So, erstmal hier wieder raus, ab in die Hillies. Oh nein! Die Doms, sie greifen an! Und da haben wir... den nächsten Gegner! Mit der Leertaste können wir beschleunigen. Aber erstmal mal was viel Wichtigeres. Verdammt! Denn auch das zählt als Lebewesen. Oh ja! Ah, will ich doch gar nicht. Komm, komm her, mein Kleiner. Ich muss dich fotografieren. Und Teratosaurus Imperator. Wunderbar. Die Aufrüstung wird langsam.
2000 Credits dafür und uns fehlen nur noch 4 Teile. So, jetzt können wir dich auch mit kämpfen, du kleines Mistviech. Ne, wir greifen ihn von vorne an, wir sind voll kackendreist. Wow. Und ihr seht auch schon, je öfter wir ihn treffen, desto mehr Teile verliert er von sich. Ganz schön ärgerlich. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Und je mehr er verliert, desto kleiner wird er auch. Das heißt, desto schwerer können wir ihn auch treffen. Na los, komm jetzt hier. Komm, fall um. Es ist auch einer der wenigen Gegner, die man nur einmal im Spiel sieht. Deswegen immer erst fotografieren und dann mit töten. Ah, hier nochmal ein bisschen Boost hintergeben. Jetzt reicht's aber so langsam. Na wunderbar, geht doch. Ja, deswegen ab mitgenommen. Rupp. Und Dooms Seeschlange. Ja, damit haben wir wieder eine Perle. Aber jetzt fehlt uns noch eine zweite, um uns das nächste Ausrüstungsteil zu holen. Was bedeutet das? Ganz genau. Hey Jade, ein Schwarm blauer Skorpionsfische. Wo? Wetten, dass das Forschungszentrum interessiert. Wo ist der Schwamm? Wo ist der Schwamm? Wir liegen auf der Lauer. Na, wo ist er denn? Das Sternbild, ja, blablups, das brauchen wir nicht. Wo ist der Schwarm? Seht ihr eben gerade einen Schwarm? Ich sehe keinen Schwarm. Oh, wir haben eine E-Mail bekommen. Mr. de Castellac möchte Sie so bald wie möglich auf der Schwarzen Insel treffen. Es geht um viel Geld. Okay, aber wir müssen hier erstmal fotografieren. Och, guckt euch das an. Raskax Karuleus. Aus bringt der uns 300. Familie wie die Skorpionsfische. Schwer. Ja, schwer zu fotografieren, aber nicht für mich. Oh nein, ich bin Profi-Fotografierer. Ich mache sowas nebenbei. Und ich meine, hier würde sich irgendwo noch irgendetwas verbergen, was man fotografieren sollte. Hinten können wir nicht hin. Achso, ich kann euch ja hier mal die Nummer 2 zeigen. Wow, das ist unser Mega-Boost gewesen. Davon haben wir aber nicht allzu viel. Jetzt nur noch 3 Stück. Deswegen verwende ich den jetzt mal kurz nicht. So, wir sollen zur Schwarzen Insel. Was haben wir da noch? Eine Fabrik, eine Stadt. Oh. Wir sollen zur Schwarzen Insel, deswegen fahren wir jetzt erstmal hin. Schauen uns doch um, was da so abgeht. Oha, was bist du? Was bist du? Sie betreten eine gefährliche Zone. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Danke für Ihre Kooperation. Ja, der hat uns einfach hier rausgeschmissen hier aus dem Gebiet. Sie betreten eine gefährliche Zone. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Danke für Ihre Kooperation. Weißt du was, du kleine Nervensäge? Ja, das sind so kleine Roboter, die meinen, haha, von wegen hier, wir lassen euch noch nicht dorthin, wo ihr hin wollt. So, denn dort vorne wäre die Bucht, wo ich glaube ich hin muss. Na egal, gucken wir uns nochmal um. Mamango, Basis, Schlachthaus, Rennen. Zeige ich euch schon in der nächsten Folge das Rennen? Oh, lasst euch überraschen. Ja, ich glaube doch. Dann zeige ich euch das erste Rennen. Beim Rennen gibt es nämlich auch einiges zu gewinnen. Ah nee, da können wir noch gar nicht hin. Röp. Basis, Fabrik, Stadt, Schwarze Insel. Wir möchten ja zur Schwarzen Insel und dafür müssen wir durch die Stadt. Genau so war das. Jetzt habe ich es auch wieder im Sinn. Oder? Na, schauen wir einfach mal. Nein, dort hinten können wir ja nicht lang. Schauen wir uns direkt mal in der Stadt um. Ich habe nicht mehr alles im Kopf. Bitte verzeiht mir. Schwarze Insel gleich nochmal. Südliches Tor. Einfach geradeaus. Na, das hört sich doch einfach an. Südliches Tor und einfach geradeaus. Wow, hier hinten wurde schon Rennen angezeigt. Wow, Hovercraft-technisch fahren wir einfach da drüber und da können wir noch nicht dran teilnehmen. Da hinten brennt's. Die Meteore sind durch den Schild gebrochen. Das ist nicht gut. Wir müssen super vorsichtig sein, Jade. Die Angriffe werden immer intensiver. Ja, werden sie. Und die Ansicht ist eben gerade ein bisschen verwirrend. Und wir sind hier. Willst du mich überholen? Dann fahr doch vorbei. Ich bin nur ein Hovercraft-Fahrer. Südliches Tor. So, wo müssen wir lang? Da hinten ist die Fußgängerzone. Da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen zur Schwarzen Insel.
Also Vollgas zur Schwarzen Insel. Jetzt sind wir erstmal auf der anderen Seite der Stadt und wie wir die Schwarze Insel betreten und noch viel mehr Spaß haben, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bin Hello 1986, wir spielen Beyond God and Evil. Bis dann!